Also das war am Sonntag, am 4. Oktober, ist der Gizmo nicht wie sonst abends zum Essen heimgekommen. Er ist zwar schon ein kleiner Rumtreiber, aber er kommt eigentlich jeden Tag abends pünktlich zum Essen mindestens nach Hause. Und da war er am 4. Oktober abends schon nicht da, da haben wir uns schon Sorgen gemacht und haben ihn überall gesucht hier, aber nirgendwo gefunden. Und dann nach 5 Tagen stehe ich morgens auf und sehe auf einmal den Gizmo in einem Körbchen oben in unserem Ankleidezimmer versteckt liegen, in dem Körbchen, wo sonst nie eine Katze drin liegt, ganz im Eck hinten. Und ich habe mich gefreut, wie verrückt, habe gedacht, Gizmo ist wieder da. Ich rufe, Gizmo, da bist ja. Und der dreht den Kopf um und ich habe gedacht, mir bleibt das Herz stehen. Seine Nase war zertrümmert, sein Auge hing raus, der Kiefer war ganz schief, der konnte seinen Mund gar nicht bewegen, als er miauen wollte. Und ich kann es gar nicht beschreiben. Ich bin hingerannt, habe ihn in den Arm genommen und ich musste, die Tierrettung haben wir dann angerufen, damit die kommen. Ich konnte ihn nicht mal selber in die Klinik bringen. Ich war so nervös und er hat so schwer geatmet. Ich habe gedacht, er erstickt unterwegs. Also wir sind von der Frau Schenk angerufen worden, dass ihre Katze nach 5 Tagen nach Hause gekommen ist und dass, ja, ich sage es krass, ein Auge raushängt und dass sie nicht laufen kann. Und dann sind wir hierher gefahren, haben die Katze übernommen, haben sie uns angeguckt, haben dann festgestellt, dass noch der Fuß nicht in Ordnung ist, also dass der wohl gebrochen sein muss. Und Frau Schenk hatte aber schon in der Tierklinik angerufen, in Reutlingen, und dann sind wir auf direkten Wege nach Reutlingen gefahren. Wir haben sie ja abgeholt, aber sie war noch in einem sehr guten Allgemeinzustand. Deswegen haben wir da jetzt medizinisch gar nicht viel gemacht. Wir haben ihr was gegen Schock gegeben. Und die Kollegin, die dabei war, die hat die Katze dann im Rettungswagen hinten drin betreut. Und dann sind wir auf dem schnellsten Wege nach Reutlingen gefahren. Was soll ich da jetzt sagen? Da freut man sich dann, wenn man so einen Mensch mal in die Finger kriegen würde. Weil das geht gar nicht. Das ist das Letzte. Nachdem er in der Klinik stationär mehrere Tage war, bin ich dann zum Dr. Körner nach Blochingen, weil ich ihm ein Langzeitantibiotikum geben lassen wollte, weil ich das Antibiotikum, was ich von der Tierklinik mitbekommen habe, nicht reingekriegt habe, wegen seinem gebrochenen Kiefer. Da kann man ja dann nicht mit Gewalt das irgendwie. Und der ist dann mit mir zusammen die Röntgenbilder nochmal durchgegangen von der Tierklinik und sagt dann, Mensch, die haben sich, glaube ich, nur auf den Kopf konzentriert gehabt, weil der ja so schwer verletzt war. Aber guck mal, was hier neben seinem Herz steckt. Da steckt ein Diabolo. Und dann war uns eigentlich klar, dass es doch kein Autounfall gewesen sein kann. Das hatte ja damals schon die Klinik eigentlich auch teilweise vermutet anhand dem Verletzungsbild und die Tierrettung auch, weil nur der Kopf betroffen war und keine anderen Füße, Brustkorb oder sonst irgendwie verletzt war, dass es nicht unbedingt ein Autounfall gewesen sein muss. Und wo aber jetzt das Diabolo noch im Körper gesteckt hat, dann war uns eigentlich allen klar, oder dem Tierarzt, dass es eigentlich nur so gewesen sein kann, dass er angeschossen wurde und dann nochmal mit voller Wucht auf den Kopf getreten, wahrscheinlich weil er noch nicht tot war und die sicher gehen wollten. Dass sich vielleicht doch noch, wenn sich schon so keiner gemeldet hat, jetzt der was gesehen hat oder gehört hat oder irgendwas Verdächtiges oder ob sich derjenige, der es getan hat, vielleicht irgendwo verplappert oder irgendwo anderen Hinweise gibt oder so, wo man vielleicht gar nicht damit rechnet, dass das mit der Tat zu tun hat, dass die Leute einfach aufmerksamer werden und dass vielleicht, wenn sie sich so schon nicht melden, dass das Geld vielleicht wenigstens ein Anreiz ist, sich dafür einzusetzen und zu helfen. Da gehen einem tausend Dinge durch den Kopf, ich weiß es nicht. Da fehlen einem einfach die Worte für sowas. Ich weiß nicht, wie kann man einem Tier sowas antun, vor allem ein unschuldiges Tier, was keiner Menschenseele was getan hat. Mir fehlen da wirklich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also für mich ist es unbegreiflich.